Hallo und herzlich willkommen zum Beispiel Sinus und Cosinus. In diesem Beispiel ist zunächst einmal ein Einheitskreis eingezeichnet. Auf diesem Einheitskreis findet man den Punkt P. Bezüglich dieses Punktes P wurde der Winkel Alpha gegen den Uhrzeigersinn eingezeichnet. Wir suchen jetzt einen Punkt Q, der sich ebenfalls am Einheitskreis befindet. Für den gilt, wenn man bezüglich des Punktes Q den Winkel Beta einzeichnet, dass der Sinus des Winkels Alpha und der Sinus des Winkels Beta sich nur durch ein Vorzeichen unterscheiden und weiters, dass der Cosinus des Winkels Alpha mit dem Cosinus des Winkels Beta übereinstimmt. Und das zeigt man am besten mit Hilfe des Einheitskreises. Das möchte ich euch jetzt mit Hilfe von GeoGebra demonstrieren. Wir sehen hier links oben den Einheitskreis eingezeichnet. Ich habe bereits auch den Punkt P auf diesem Einheitskreis dargestellt. Und wir sehen grundsätzlich, dass für jeden Punkt am Einheitskreis gilt, dass seine x-Koordinate des Punktes der Cosinus des Winkels Alpha ist und die y-Koordinate des Punktes der Sinus des Winkels Alpha. Gut, nur kurz zur Demonstration. Wir sehen im ersten Quadranten Cosinus Alpha und Sinus Alpha sind positiv. Im zweiten Quadranten ist der Cosinus des Winkels Alpha negativ und der Sinus des Winkels Alpha positiv, weil die Strecke eben nach oben geht. Wir suchen bei diesem Beispiel nun einen weiteren Punkt Q am Einheitskreis. Für den gilt, dass der Sinuswert dieses Punktes Q, wenn man den Winkel Beta dann einzeichnet, entgegengesetzt zum Sinus Alpha ist, sprich negativ ist. Das bedeutet natürlich geometrisch, dass diese rote Strecke hier nach unten eingezeichnet werden muss. Und dass der Cosinus dieses Winkels Beta gleich dem Cosinus des Winkels Alpha ist. Also genau dieser Orientierung hier entspricht. Was bedeutet das? Nun ja, wir müssen den Punkt P nur auf der x-Achse spiegeln. Und wir erkennen, der Punkt Q, der sich hier jetzt darstellt, hat im Vergleich zum Punkt P vom Betrag her den gleichen Sinuswert, allerdings mit einem negativen Vorzeichen behaftet. Und der Cosinuswert ist gleich. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich noch den Winkel Beta bezüglich dieses Punktes Q einzeichnen, aber wir haben im Prinzip das Beispiel schon einmal durchgedacht und jetzt sollte die Lösung ja kein Problem mehr sein. Wie eben demonstriert, brauchen wir nun bei diesem Beispiel den Punkt P nur auf der x-Achse zu spiegeln. Und wir erhalten dann hier den gesuchten Punkt Q und wir haben die Aufgabe gelöst.